Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um die Richtlinie 1.1 der Web Content Accessibility Guidelines, kurz WCAG oder amerikanisch WCAG. Das Video ist Teil der Reihe im REMEX Channel WCAG 2.1 erklärt. Ich bin Gottfried Zimmermann von der Hochschule der Medien vom Forschungsleuchtturm Responsive Media Experience. WCAG gliedert sich in vier Prinzipien. Das erste Prinzip heißt wahrnehmbar und lautet: Informationen und Bestandteile der Benutzerschnittstelle müssen den Benutzern so präsentiert werden, dass diese sie wahrnehmen können. Und die Richtlinie 1.1, um die es hier in diesem Video geht, Textalternativen, lautet: Stellen Sie Textalternativen für alle Nicht-Textinhalte zur Verfügung, sodass diese in andere vom Benutzer benötigte Formen geändert werden können, wie zum Beispiel Großschrift, Braille, Symbole oder einfachere Sprache. Es geht also darum, Redundanz zu erzeugen für vor allem bildliche Inhalte im Web, sodass diese eben auch über Text wahrgenommen werden können. Und dazu gibt es ein Erfolgskriterium 1.1.1, Nicht-Textinhalte. Und ich zitiere aus der deutschen Übersetzung von Aktion Mensch: Alle Nicht-Textinhalte, die dem Benutzer präsentiert werden, haben eine Textalternative, die einem äquivalenten Zweck dient. Nicht-Textinhalte sind jegliche Inhalte, die keine Buchstabenfolge sind, also die nicht mit Text wiedergegeben werden. Und ein Nicht-Textinhalt kann auch nicht durch Software bestimmt werden oder bei dem die Abfolge etwas nicht in menschlicher Sprache ausdrückt. Also Inhalte, die nicht automatisch von Computern erkannt werden können, ausgenommen Bilderkennungssoftware. Und es handelt sich vor allem um Bilder hier, aber auch um Inhalte, die über Textzeichen symbolisch dargestellt werden, zum Beispiel ASCII Art, wenn man Buchstaben so anordnet, dass sie ein Muster, ein Bild ergeben, das aber natürlich von einem blinden Menschen mit dem Screenreader nicht erkannt werden kann. Oder Emoticons, also Smileys, LeetSpeak, das sind Ausdrücke, bei denen man Ziffern verwendet statt Buchstaben, zum Beispiel for you, das Wort for wird dann als 4 geschrieben. Und Bilder, die Text repräsentieren. Also wenn ich irgendwo ein Bild platziere und damit Inhalt überbringen möchte dem Benutzer. Nicht nur blinde Benutzer haben Schwierigkeiten mit Bildern und bildlichen Inhalten, auch Benutzer, die eine Sehbehinderung haben und eine große Vergrößerung verwenden für den Bildschirm. Auch Suchmaschinen profitieren von Beschreibungen für Bildern, weil sie dann eben nach bildlichen Inhalten einfacher suchen können. Und generell profitieren viele andere Benutzer auch davon, von dieser Richtlinie, diesem Erfolgskriterium. Ich habe einige Beispiele, da möchte ich zeigen, wie das geht für Webdesigner. Ich habe hier ein Image-Element in HTML. Das hat ein Source-Attribut, auch ein Klassen-Attribut hier und dann wichtig dieses Alt-Attribut, das steht für Alternate. Das ist ein Text-String, der jetzt ausdrückt, was dieses Bild bedeutet. Und in dem Fall ist es ein einfaches Profilbild. Da brauche ich nicht beschreiben, wie ich aussehe, sondern es geht einfach nur darum, wenn ich jetzt hier eine Nachricht reinschreibe in diese Facebook-Seite, dann wird es unter meinem Namen gepostet. Also schreibe ich meinen Namen in Gottfried Zimmermann. Gleiches gilt auch für Icons, die eine einfache Botschaft überbringen. Wenn ich jetzt ein Bild oder ein Icon habe, das zu einer anderen Seite führt, also ein verlinktes Bild, dann sollte ich nicht das Bild beschreiben, sondern das Ziel, zu dem es führt. Das ist der Zweck dieses Bildes. Das Bild wird ja als Link verwendet. Und deswegen hier habe ich ein Spiegel Online Logo und dieses Logo ist als Link so gemacht, sodass, wenn ich darauf klicke, komme ich zur Homepage von Spiegel Online. Dann schreibe ich hier in diesem Alt-Attribut zur Startseite von Spiegel Online. Ich kann auch noch zusätzlich ein Title-Attribut
einfügen, auf dem ich dann für sehende Benutzer beschreibe, was eben dieses Logo, wie das Logo aussieht oder was darauf steht. In dem Fall Title Spiegel Online. Ein sehender Benutzer, der eine Maus benutzt, sieht das dann, wenn er die Maus auf diesem Link ruhen lässt. Bei dekorativen Bildern, also Bildern, die keine Bedeutung tragen, sollte ich einen leeren Alternativtext haben, also Alt gleich Leerstring, Anführungszeichen, Anführungszeichen. In diesem Fall habe ich ein Wetter-Icon herausgesucht, eine Wolke mit großen Regentropfen, die zeigt jetzt an, das Wetter ist schlecht in Stuttgart, es regnet. Es ist nicht wirklich dekorativ, sondern ich habe ja eine Bedeutung hier, nämlich den Regen. Aber daneben steht das Gleiche auch schon, und zwar noch ausführlicher. 6 Grad Celsius, aktuell Schauer, Feuchtigkeit 100%. Sodass ich jetzt, wenn ich das auch nochmal als Textalternative beschreiben würde, doppelten Text hätte für einen Screenreader-Benutzer. Deswegen mache ich das hier leer. Und es wird dann alles in dieser ausführlichen Textversion beschrieben, die daneben steht. Das gilt auch für dekorative Bilder wie Rahmen oder einfach nur Verschönerungen. Da werde ich dann auch einfach einen leeren Alttext reinschreiben, sodass der Screenreader einfach darüber hinweggeht. Ein weiterer Fall sind sogenannte Image Maps. Das sind also Bilder, die mehrere Bereiche haben und diese Bereiche sind als Links hinterlegt, sodass, wenn ich darauf klicke, ich zu anderen Seiten komme, je nachdem, auf welchen Bereich ich klicke. In diesem Fall geht es darum, dass ich aus einer Landkarte, aus einer Deutschlandkarte, Bundesländer auswähle, indem ich darauf klicke. Und das kann natürlich ein blinder Benutzer nicht machen. Und ich muss jetzt redundant dafür sorgen, dass diese Auswahl eben auch möglich ist über eine Textform. Und das geht, indem ich einfach die Bundesländer als Liste aufzähle, von Baden-Württemberg bis Thüringen alphabetisch sortiert. Hat auch den Vorteil, dass andere Personen, die sich vielleicht mit der geografischen Lage schwer tun, ein Bundesland zu finden, eben auch über die Liste das Land auswählen können. Dort sind sie ausgeschrieben und alphabetisch sortiert. Manchmal habe ich eine Gruppe von Bildern, die zusammengenommen eine Bedeutung wiedergeben. Das einzelne Bild selber hat keine Bedeutung, sondern nur als Verbund. Zum Beispiel hier ein Rating. Bewerten Sie Ihren Aufenthalt anhand von 5 Sternen. Und hier sind 3 Sterne stark wiedergegeben, 2 ausgegraut. Das heißt, 3 von 5 Sternen wurden vergeben. Ich markiere das so in HTML, dass ich dem ersten Image diesen Alternativtext gebe, 3 von 5 Sternen, und den restlichen 4 einen leeren Alternativtext, sodass vom Screenreader einfach nur vorgelesen wird, 3 von 5 Sterne für die gesamte Gruppe. Die anderen werden übersprungen. Aufpassen muss ich bei Hintergrundbildern. Hintergrundbilder sind Bilder, die über CSS eingebunden sind. Das sieht man hier im Inspektor. Da ist ein Div und die Klasse ist Previous Button. Und über diese Klasse Previous Button habe ich eine URL hinterlegt über das CSS Property Background. Und das wird dann als Button dargestellt und mit ein bisschen anderem JavaScript-Code kann ich das auch so machen, dass es sich wie ein Button verhält. Mit der Maus, vielleicht sogar noch mit der Tastatur. Aber ich kann keinen Alternativtext hinterlegen in CSS. Wenn es ein Button ist, dann ist es grundsätzlich kein Hintergrundbild, weil es als Button natürlich bedeutungstragend ist. Ich muss das also nach vorne holen eigentlich über ein Image Tag und dann kann ich über den Alternativtext schreiben, Button zum Scrollen nach links oder nach rechts hier für diesen Slider hier mit Bildern. Es wurde also hier falsch gemacht und sollte wirklich als Image Tag gestaltet werden. Dann noch etwas zu Captures. Also ein Capture ist eine Vorrichtung, die verhindern soll, dass Roboter automatisch
Webseiten Formulare ausfüllen und der Benutzer muss dann irgendwelche Ziffern und Zeichen erkennen, die meistens sehr undeutlich geschrieben sind. Es gilt als barrierefrei, wenn ich eine visuelle und eine auditive Variante anbiete. Also hier, wenn ich auf dieses Audio-Icon klicke, dann komme ich auf einen weiteren Dialog, einen redundanten Dialog, in dem ich eben das vorgelesen bekomme über Audio, was da steht, und dann kann ich das hier auch eingeben. Es ist trotzdem immer schwierig, insbesondere für Menschen mit Behinderungen, solche Captchas zu überwinden. Google hat auch neuerdings dieses Recapture 2, mit dem festgestellt werden kann, mit einigermaßen guter Sicherheit, ob es ein Mensch oder ein Roboter ist. Aber man muss dazu Maus bewegen oder Tastatur machen. Es wird berichtet, dass diese neueren Captchas mehr barrierefrei sind als diese alten, aber es gibt natürlich auch Nachteile, insbesondere für den Datenschutz. Manchmal habe ich Bilder, die haben sehr viel Bedeutung. Da muss ich eine längere Beschreibung hinzufügen, um diesen Informationsgehalt in Textform zu überbringen. Und ich habe hier ein Beispiel aus einem Kochbuch, ein Bild eines Hammels, in dem die Teile nummeriert sind, die ich zum Kochen verwenden kann. Also von der Keule bis zum Bauch. Und ich habe da hier ein Image-Tag und einen Alternativtext, Alt gleich Abbildung 1, sehr kurz gehalten, weil ich ja noch die lange Beschreibung habe, die ausführliche über dieses Long Desk Attribut. Und dieses Attribut enthält jetzt nicht den Text selbst, sondern den Namen einer Datei, einer HTML-Datei, in der jetzt dieses Bild ausführlich beschrieben ist. Und dann habe ich noch eine Bildunterschrift über Thick Caption, das sollte man so machen in HTML, Abbildung 1. Einzelstücke eines Hammels mit einem Link zur Bildbeschreibung. Jemand, der einen Screenreader benutzt, kann über dieses Long Desk Attribut auf diese lange Beschreibung navigieren. Aber andere Menschen, die das vielleicht auch sehen möchten, Sehbehinderte oder vielleicht auch Menschen mit kognitiven Behinderungen oder irgendein Benutzer, der das sehen möchte, die textliche Beschreibung, der kann jetzt auf diesen Link klicken, der eingebettet ist in die Bildunterschrift. So sollte man das machen. Und wenn ich dann auf diese Datei gehe, jetzt hier in HTML-Code dargestellt, dann steht einfach an dieser Datei, sie hat einen Titel und dann steht da drin Abbildung 1, Einzelstücke eines Hammels, zeigt die Teile eines Hammels, die beim Kochen verwendet werden, Doppelpunkt. Und jetzt eine geordnete Liste mit dem Tag OL und LI-Elementen für List-Item, Keule, Rücken, Kotelett, Bug, Hals, Brust, Bauch. Ich kann also in dieser ausführlichen Bildbeschreibungsdatei alle HTML-Strukturen verwenden, die es gibt. Natürlich Listen, Tabellen, auch Auszeichnungen für Sprachenverwendungen. Das war Richtlinie 1.1 Textalternativen aus der Reihe Remax Channel WCAG 2.1 erklärt von Gottfried Zimmermann, Hochschule der Medien in Stuttgart. Weitere Informationen zu dieser Reihe und den anderen WCAG 2.1 Richtlinien finden Sie unter gpii.eu/wcag21 erklärt mit AI. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dürfen Sie es gerne weitergeben und für Ihre eigene Arbeit wiederverwenden. Dieses Video wurde unter der Creative Commons by Attribution 4.0 Lizenz veröffentlicht. Es darf zu beliebigen Zwecken kopiert, verändert und weitergegeben werden. Kopien müssen den Namen und die Institution des Autors enthalten. Veränderungen am Original müssen gekennzeichnet werden.